Es ist 5 Uhr morgens und wir gehen jetzt Kraniche fotografieren. Ich bin in den Wiesen angekommen und hier ist einfach unglaublich schön. Ich glaube, ich habe es hier noch nie so schön gesehen. Der Nebel ist perfekt. Und jetzt muss ich so schnell wie möglich zu den Kranichen kommen. Ich habe mir dafür sogar schnelle Schuhe angezogen. Nicht immer nur die Wanderschuhe anziehen, auch mal einen schnellen Schuh, damit man schneller am Motiv ist. Oh, es ist immer das Gleiche. Man muss immer so viel rennen in der Naturfotografie. Das hat nichts mit Idylle zu tun. Der Kranich. Aufzucht und Pflege. Was machen die überhaupt alle hier? Warum wollen die hier hin? Das ist ganz einfach. Die schlafen hier. Im hohen Wasser. Na, so hoch ist das Wasser gar nicht. Aber so, dass sie im Wasser stehen, denn dann haben sie keine Angst vor Fressfeinden. Ein Fuchs, was auch immer. Ich frage mich immer, ob ein Fuchs wirklich einen Kranich fressen würde. Aber sie finden es einfach schöner, nasse Füße zu haben. Und fühlen sich da ein bisschen sicherer. Und deswegen fliegen sie da abends hin. Und am nächsten Morgen, also jetzt, fliegen sie dann gemeinsam wieder los. Meistens passiert das vor Sonnenaufgang. Deswegen muss man sich manchmal ein bisschen beeilen. Und was macht der gemeine Kranich? Gruß, Gruß. Überhaupt hier? Die sind ja irgendwie nur manchmal da. Und man fragt sich, wo kommen sie her? Sie kommen meistens aus Skandinavien, dem Baltikum. Und da haben sie gebrütet. Sie brüten auch hier in Deutschland. Und es werden immer mehr Kraniche, was sehr schön ist. Es gibt aber auch welche, die in Skandinavien brüten. Und die, ja, wollen jetzt weg davon da oben, denn da wird es langsam kalt. Und wie wir wollen die dann ins Warme ziehen. Wie alle Zugvögel. Deswegen fliegen sie nach Spanien. Ryanair, günstiges Ticket. Ja, und hier ist halt der Flughafen. Hier sammeln sie sich, um dann irgendwann wegzufliegen. Das dauert aber noch ein bisschen. Erstmal kommen ganz, ganz viele Kraniche aus Skandinavien hier an die Ostsee. Leider gibt es hier in den Karrendorfer Wiesen nur sehr selten Nebel, denn es ist einfach meistens etwas windig. Und dann wird der Nebel einfach weggeblasen. Aber heute ist es absolut windstill und wunderschön. Und ich muss hier mit Hektik durchlaufen. Da fragt man sich ja auch. Aber wer hat überhaupt erzählt, dass Naturfotografie immer so andächtig und geschmeidig sein soll? Man muss auch mal rennen. Warum überhaupt Nebel? Weil der Nebel so schön das ganze Gemüse untenrum so schön kaschiert. Und ich hoffe, dass gleich nur ein paar Kranichköpfe. Kranichköpfe 24. Hier können Sie Kranichköpfe bestellen. Die möchte ich nämlich fotografieren. Produktbilder. Und dann kann man die kaufen. Jeder seinen eigenen Kranichkopf. Unsinn, erzähle ich. Es ist die gute Laune am Morgen. Häufig mit Nebel verbunden. Die großen Brachvögel rufen schon. Und die Kraniche hört man auch schon. Das ist kein gutes Zeichen. Sie sagen sich nun, nun Günther, jetzt aber raus aus den Federn, ne? War ja genug hier in der Daunendecke gelegen. Ey Friede, ich bin noch müde. Ich möchte nicht.
Da hinten geht die Sonne langsam auf, bescheint schon die ersten Wolken. Nur auch erstmal runterkommen, ne? Wir zeigen ja auch gerne, wie man es nicht machen sollte. Aber es auch immer geht. Wer braucht denn ein großes Stativ, wenn er auch ein fiddeliges kleines haben kann? Es ist schon den Rücken. Und hier hinten sitzen gerade noch so die Langschläfer. Und ja, sie sehen ganz gemütlich aus. Ich kann mich mit ihnen identifizieren. Sie haben den Abzug irgendwie verpasst. Sie bleiben lieber noch ein bisschen, essen noch Frühstück, Rührei, Schinken, Käse, noch einen kleinen Wattwurm dabei. Und zum Abschluss fotografieren wir diese Schwäne. Sie kommen soeben eingeflogen. Da wollen wir doch mal drauf. Oh, schön. Das ist es nicht wieder herrlich. Man kann sich ja natürlich fragen, was habe ich denn überhaupt hier für Fotos gemacht schon? Andere als die klassischen Nebelfotos, weil dafür war ich ein bisschen zu spät. Also habe ich die Chance genutzt und das gemacht, was ich auch schon letztes Mal gemacht habe, nämlich Wischbilder. Denn wenn ich so einen Kranich fliegen sehe, dann achte ich zumindest eher auf diese Flügelbewegungen und finde das total schön. Und das möchte ich irgendwie herausarbeiten und nicht einfach nur Kraniche im Nebel zeigen, weil ich das viel schöner finde und das es eigentlich ausmacht für mich. Dass man nur diese Flügelspitzen sieht und alles so verschwommen ist und für mich sieht es einfach sehr anmutig aus. Und das habe ich versucht in den Bildern festzuhalten. Festhalten kann man hier eigentlich gar nichts, ne? Sie fliegen ja weg. Oh, sieht das schön aus. Also wenn da jetzt noch eine Ente schwimmen würde, ich wäre begeistert. Aber nix Ente da. Meine Güte, ist das schön. Ich würde sogar sagen, es ist atemberaubend. Ja, da jetzt eine Ente und die Sache ist geritzt. Und wer baut eigentlich Zäune? Da sind überall so Zäune, die stehen im Weg. Ich hoffe, sie werden so ein bisschen vom Nebel geschluckt. Boah, ist das schön. Da fällt mir doch glatt die Kamera vom Stativ. So schön ist das. Jetzt sind die Enten wieder zur anderen Seite geschwommen. Ach, nö, überhaupt kein Problem für mich. Ich habe ein Herz für Enten. Im Endeffekt ist es ja einfach eine schöne Sache. Und ich bin auch gar nicht mehr müde. Und es ist so schön still. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit rumlabern würde, würde es richtig schön still sein.